Es ist Sonntagmittag und bei uns geht es gemütlich. Ich bin am Schnibbeln. Es gibt ein Müsli. Das ist eigentlich unsere Snack to go immer mittags. Speziell heute mache ich was extra Liebe rein, weil mein Kate geht es nicht so ganz gut. Die letzten Tage ist sie ein bisschen schlappig. Sie hat ein bisschen Hals, ein bisschen schwere Kopf und so liegt sie dann rum. Ist auch gut so, sie soll ruhig machen. Morgen geht's dir wieder besser, mein Schatzi. Ah, so, ich komme gerade vom Wasser. Ich war mal wieder Surfoilen. Und so langsam kann ich mich auch Surfoiler nennen. Das heißt, es ging echt super. Ich bin in einige Welle geritten jetzt und auch so weit gefahren, dass ich wieder aus der Welle gefahren bin. Und dann zum nächsten Welle wieder hinausgepumpt. Also wenn man pumpt, also so eine Fischbewegung macht mit dem Foil unter Wasser, dann kann man auch Vortrieb generieren. Und so bin ich dann wieder zum nächsten Welle, um dann wieder der nächste Welle abzusurfen, ohne dass ich dann selber schwer rauspaddeln musste. Ja, das hat geklappt, also super cool. Guten Morgen. So spät wie ich gestern aus dem Wasser war, so früh bin ich jetzt wieder raus. Ich schaue mir mal die Bedingungen an. War kurz vorne am Meer und die Welle sehen ganz gut aus. Zumindest soweit ich sehen kann, weil es ist noch ziemlich dunkel. Man hört sie auf jeden Fall. Also etwas ist da. Ich baue mal das Material auf und hoffe, dass ich Kate nicht dabei weg. Hoffe auch, dass sie gut geschlafen hat und schon ein wenig fitter ist heute. So kann der Tag starten. Also, los geht's. Ja, so kann man in den Montagmorgen starten. Jetzt freue ich mich auf ein Frühstück. Und ich mache Kate. Schau, wer wir hier ins Bettchen finden. Guten Morgen, Kate. Ich melde mich auch mal wieder zurück. Ich lag die letzten zwei Tage ein bisschen kränklich im Bett. Oder kränklich. Ich hatte einfach echt starke Halsschmerzen, Kopfschmerzen und habe dann einfach viel Ruhe gemacht, viel geschlafen, viel Tee getrunken, alles gegeben, dass ich schnell wieder fit werde. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder besser, muss aber noch ein bisschen Ruhe machen. Während Kai auf dem Wasser ist, Wellenreiten, mache ich mir jetzt hier am Strand bequem und mache einfach ein bisschen schöner Aufnahmen. Das Hals ist schön warm eingepackt. Sonnencappy schützt den Kopf noch ein bisschen vor Sonne, ist auch noch nicht so ganz angenehm. So, und dann schaue ich einfach zu und mache schöne Aufnahmen. Ja, anstrengend. Es war aber mehr Paddeln als Surfen. Als Paddeln. Eine riesen Strömung. Okay. Aber Übung macht. Den Meister. Nee, müde. Ach so. Thank you.
Morgen. Guten Morgen. Kaffee. Yes. Was hast du schon gemacht? Ich war schon mal auf dem Wasser. Kurz beim Tageslicht bin ich raus. Herrlich. Ich habe dich vom Bett aus beobachtet. Schön. Sah herrlich aus. Kate improvisiert sich ein Schal. Jetzt mal schauen, wie das klappt. Ich habe keinen Schal mitgenommen. Ich dachte, entweder ein Schal oder noch ein extra Pulli. Dann habe ich mich für den Pulli entschieden. Jetzt gibt es halt einen Schal und einen Pulli. Ich roll das hier ein bisschen und jetzt habe ich hier einen Schlauch. Ziemlich geschickt, finde ich. Nicht schlecht, ja. Oder? Gut, immer den Hals noch gut schützen. Jetzt habe ich einen Schal im Pulli. Zwei in einem. Vorteil von so einem kleinen Haus ist natürlich auch, dass man nicht so viel putzen muss. Einmal rausfegen, Teppich ausklopfen und dann sieht es schon wieder ziemlich sauber aus. Aha. Oder? Was sagst du dazu? Genau, man muss es aber halt machen. Ja, ist gut, dass ich Kai dabei habe. Wieso machst du das nicht? Also, doch, auch ab und zu. Genau, ich bin dafür öfters am Abwaschen. Ja, das kannst du auch ganz gut. Was macht die Hausfrau hier alles? Ich putze natürlich auch vorne. Auch vorne? Ja, das ist alles eins natürlich. Wenn es vorne nicht sauber ist, dann ist ja Hinterputzer bringt es dann auch nicht so viel. Ne? Okay. Das super, dass du an alles denkst. Eben Hausmann, ne? Busmann. Wir sind losgelaufen, haben Muscheln bestellt. Auf 17 Uhr, es ist jetzt 18 Uhr. Auf 19 Uhr. Auf 19 Uhr, es ist jetzt 18 Uhr. Also wir haben eine Stunde Zeit noch, aber es ist noch ein Stückchen laufen und dann gibt es Muscheln, ein bisschen französische Kultur. Muss sein. Ja, auch dabei. Ah, du bist auch dabei, schön. Unser Weg ist ein bisschen steinig, also es gibt keinen Strand, es ist so hoch, das Wasser, dass es nur diese Steinmauer gibt und da hinten den Häusle. Da gibt es direkt am Strand da ein kleines Restaurant und da gehen wir jetzt hin. Kommt so an. Pommes? Lecker! Wir öffnen hier das hier. Wow. Mit Blick auf den Surfern. Zurück, die Sonne geht unten. Hat herrlich geschmeckt, hat gut getan. Und jetzt noch ein herrlicher Abendspaziergang. Und so lassen wir dann den Tag ausklingen. So machen wir sauber. Wir haben ja nicht so viel Wasser, also vorspulen, ganz, ganz wichtig. Entweder alles schön abschlecken oder was ich jetzt mitgenommen habe, ist so ein Silikonschaber. Perfekt fürs Wildcampen oder einfach allgemein fürs Campen. Weil so ein Topf will ja irgendwie keiner abwaschen wollen. Nee, das verbraucht viel zu viel Wasser. Ja, das geht gar nicht. Deshalb erst damit vorspülen. Okay, los geht's. Los geht's. Thank you.
Kate, okay, lass den Top mal sehen. Ja, so, gut, können, so können wir spülen. So, das war's dann wieder für diese Woche. Woche 3 ist vorbei. 3? 3? 4? 4? Oder 3 in Frankreich? 3 in Frankreich auf jeden Fall. Es gibt schon 52 Wochen im Jahr. Verrückt. Naja, einiges vor uns noch. Diese Woche ist bei mir nicht viel passiert, würde ich mal sagen. Nee, leider. Also Halsschmerzen war nicht viel los. Aber, ja. Aber auf Weg der Besserung. Ja. Genau. Und wenn ihr sehen wollt, wie sie nächste Woche wieder rumspringt, vergesst nicht zu abonnieren. Klickt auf den Like-Button. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, unbedingt. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dag, dag.